So. Gott, ist die Framerate der Kamera niedrig, wenn man die so hochstellt? Ein bisschen niedriger. Damit man noch eine Andeutung von der flüssigen Bewegung sieht. Ist ja furchtbar. So, Prost. So, dann gucken wir mal, ob wir diese blöde Brücke hier kaputt kriegen. Abwärts. Was glitzert denn das hier so? Abwärts. Ach, das ist doch aber gemein, da sitzen und die Leute runterschmeißen. Auch wenn es nach einer witzigen Jobbeschreibung klingt. So, nochmal. Einfach direkt weiter. Okay, und ich werde von da drüben irgendwo beschossen. Okay, nee, das ist anscheinend hier irgendwo. Au. Au. Alles klar. Danke fürs Zusehen und gute Nacht.
Gegen den kämpfen, während gleichzeitig der Arsch auf mich ballert, ist auch irgendwie schwierig. Der Weg ist nett, ja, super nett. Der netteste Weg. Oh nein, ich hasse die Krabben. Da ist ja noch eine. Ach nein, und die Bäume mögen mich ja auch nicht. Ach du Scheiße, alles ist schlimm. Vielleicht sollte ich Frostwiderstand anziehen? Das ist ein bisschen blöd, weil die Klamotten sind eigentlich überall immer gleich gut, also die anderen Klamotten sind jetzt bei Frost nicht viel besser oder sie sind nur gegen Frost gut. Nimmt sich alles nicht viel. Die werden besser. Die Pontiff-Dinger werden viel besser, die sind aber, glaube ich, dafür insgesamt zu schlecht, ne? Physical 10, Physical 5. Vielleicht renne ich gerade noch einen so ein gutes. Brigand, Physical 6, das ist zu wenig. Selbes Problem. Achso, die sind ja auch jeweils die gleichen Hosen. Ja, Winged Knight ist hier anscheinend gar nicht so schlecht. Ist wahrscheinlich besser, ne? Jetzt habe ich ein anderes Problem, und zwar ein Problem, was ihr nicht sehen könnt, weil oben rechts ist mein Weight Ratio angezeigt, also wie viel Gewicht. Und das ist über 70. Da nehme ich hier lieber vielleicht wieder Silver Knight. Das war auch noch sehr gut. Dragon Slayer. Weniger physical. Dafür mehr Frost. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas an der Umgebung sagt mir, dass Frostwiderstand ganz gut sein könnte. Ist nur so ein Gefühl.
Das hätte ich ja noch gar nicht. Nun gut, dann sind wir hier durch. Dann ist noch die Frage, was ist auf der anderen Seite? Feuer! Das kann ich nicht benutzen, wenn die Gegner mehr sind. Okay, reicht. Manchmal kann das Spiel auch großzügig sein. Na, jetzt kommt der eigentliche Boss. Haben wir schon gewundert. Ach du Scheiße! Fuck! Ich schaff's nicht mal auszuweichen! Tot. Aber cool. Sehr cooler Boss.
Kann sein, dass es der erste Boss ist, den wir hier in diesem DLC sehen, obwohl wir hier schon seit Stunden unterwegs sind. Dem fehlt ein bisschen AP. Ich glaube, es gibt noch so andere Wölfe, gegen die ich kämpfen kann. Ich habe davon noch nicht alle gefunden. Oben. Ich habe ja schon gegen einen gekämpft. Und der ist aber auch verschwunden, bevor er tot war. Und ich wette, da kann man wahrscheinlich noch mehr Vorarbeit leisten. Dass sie irgendwie connected sind. Muss ich ihn aber kaputt kriegen, sonst habe ich ein Problem. Okay, ich habe ein Problem. Das wird ganz schön schwierig. Alles klar, gute Nacht, Tobe. Vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Ey, das war ein absoluter Glücksfall beim ersten Mal, dass ich ihn dann so schnell tot hatte. Nur fall um! Geht doch! Easy peasy!
Undead Matches? What? Jetzt ist die Frage, was fehlt noch alles? Ich nehme an, ich muss noch mal zu diesem Turm, ne? Da bin ich irgendwie nie vorwärts gekommen. Das habe ich nicht geschafft. Hey Toby Eat World. Ah, für ein Level rechts noch. Das sind dann nur noch 18 Punkte. Ja, ich glaube bis 30 bringe ich es jetzt aber noch. Da sind dann auch noch zwei Wege. Wobei wir jetzt eigentlich wirklich schnell durchgekommen sind. Also ich streame jetzt nicht mal 4 Stunden. Und im Grunde haben wir beim Anfang vom DLC angefangen. So gesehen kommen wir echt schnell vorwärts. Das Gegner mit Schild. Das war viel zu knapp. Thank you.
Mann! Oh Gott. Schon viele. Oh Mann, ich bin gerade erst bei diesen komischen Wikingern dann angekommen. Und drei Heiltränke sind schon weg. So eine Scheiße. Ey, ich bin doch weg. Ich verstehe es manchmal nicht, weil die wieder die Hitbox ist. Ich habe jetzt drei Heiltränke gebraucht für den. Dem Speer ist eindeutig darauf, dass ich eine andere Waffe nehmen soll. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass die Waffe ganz gut funktioniert. Die sind halt nur vom Pattern her irgendwie schwierig. So, okay. Ich habe das Gefühl, ich kann ganz gut damit umgehen, aber für die reicht es irgendwie nicht. Ich habe zumindest das Hauptspiel damit ganz gut bewältigt bekommen.
Ah, sehr cool. Ach Gott, endlich mal ein guter Kampf. Jetzt noch der Typ mit den roten Augen da oben. Der alte Kiffer. Das muss doch irgendwie gehen, den einfach hier rum. Und dazu schmeißen. Und da das Item noch einsammeln. Ja! Es hat wirklich funktioniert. Sehr gut. Ich hätte irgendwie gedacht, dass meine Anschleichskills nicht krass genug sind. Nice. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Gute Idee. Ezreal Oak Shield. Ja, das sind immer die Momente, wo ich dann denke, ah, schade, dass ich ohne Schild spiele, weil das ist schon. Manche Schilde sehen schon sehr schick aus. Oh, und slowly generates HP. Okay. Gut, dann sind wir mit diesem bekackten Turm endlich durch und da scheint sonst auch nichts mehr zu sein. Dann fehlt aus meiner Sicht nur noch dieser Weg hier. Und dann muss ich mal überlegen, wo noch ein Boss sein könnte. Oder der kommt, indem man hier weiterläuft. Oben gibt es noch eine Asche. Ach so, die habe ich schon. Die habe ich schon. Ich bin schon ganz oft an dem Turm gescheitert und irgendwann war ich aber schon mal oben. Hier kommt, glaube ich, auch sonst nochmal der Boss angejumpt, ne? Gegen den habe ich nämlich hier auch schon mal gekämpft noch. Und bin dann aber nochmal zum Turm. Und der scheint jetzt nicht mehr zu spawnen, da ich ihn gekillt habe. Okay, und hier war ich nur noch gar nicht. Achso, da kommt man nur da raus. Dann brauche ich einen Hinweis, wo es noch einen Boss gibt, weil das sind jetzt dann alle Wege, die ich bisher gegangen bin. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit der Dame in der Kapelle auf sich, dass ich, der irgendwas Bestimmtes sagen oder geben muss oder so. Unten bei den Fliegen. Oh, das ist aber so eklig.
Ach, es ist alles so schlimm hier. Ja, weil da unten habe ich eigentlich alles geklärt und dann hinten rechts bin ich da rein. Aber klar, vielleicht habe ich sonst noch was übersehen. Genau. Ich finde, das ist bisher das widerlichste aus allen Dark Souls-Spielen. Nein! Ich weiß nicht, wie gratis die Umarmungen sind, wenn man dafür hinterher eine ordentliche Arztrechnung hat. Oh Gott, wenn du aber sagst, hier unten bei den Fliegen, dann will ich gar nicht wissen, wie der Boss dazu aussieht. Und das ist dann aber der letzte Boss zu diesem Add-on? Hey Kaipu! Ohne Befund hat alles nichts gebracht. Sind nur zwei in dem DLC. Finde ich ja, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuschend. Ja, manchmal hat man sowas auch irgendwie psychosomatisch oder sowas. Vielleicht brauchst du einfach nur Ruhe. Ich bin Team Ruhe. Kann zumindest nicht schaden. Gibt ja noch eins, das stimmt. Der zweite Boss lohnt sich. Na, ich hatte nur, also den Taschengrund ein bisschen daher, dass es ja im Grunde halt wieder um das Bild geht von, oder um eine ähnliche Geschichte zumindest, die man aus Teil 1 kennt. Und da mochte ich das Setting einfach ein bisschen lieber. Ich finde die Fliegen einfach zu schlimm. Nein! Ihr seid so kacke. Du hast ja jetzt noch die Woche Kaipu, also Füße hoch und möglichst wenig bewegen. Und dann wird es schon wieder.
Ach, hier ist ein. Ach Gott, wie konnte ich denn das übersehen? Ach, nächste auch noch. Mit einer Fackel kann man das stoppen. Mhm. Ich brauche leider immer 100 Jahre für einen Waffenwechsel, aber das würde sich natürlich lohnen. Nein! Okay, ich kill den und dann probieren wir das mal. Was ist denn hier das Fackelding? Das war doch hier irgendwo. Macht das auch Damage? Ah, nicht so viel. Ey, wie ich immer meine ganzen Items nicht finde. Dabei ist der Speer nun schon. Also die Fackel brennt. Daran könnte man sie erkennen. Und der Speer hat einen. Diesen Kristall dran. Ich denn das Ding übersehen? Naja, wie konnte ich die Fackel eben übersehen? Okay, der Eingang ist weit weg von den Fliegen. Finde ich gut. Ey, es ist echt. Leave us be, Ashen One. Thou art the Lord of Londor, and have thine own subjects to guide. Die will mich nur loswerden. Ach, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Oh Gott. Bin gespannt. Was ist das? Guten Tag. Was gibt's?
Oh. Bring Frieda to me, please. Canst thou not see the flame flickering once again? Soon will it surge. I can see it, feel it. Ja, ich glaube. Please avert thine eyes. I would snuff out these ashes for good. Da! Ich bin zu langsam! Nein! Ist vorbei, Frostbitten kriegt man den nicht hin. Ich krieg's nicht hin, wie ist das Timing? Und ich meine mich erinnern zu können, ich hatte das schon mal in einem LNLP gesehen, wo ich mal eingesappt habe bei WTV. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass es Phase 1 ist. Das geht gleich richtig ab. Ey, aber für den ersten Versuch echt gut, die überhaupt zu schaffen. Thank you.
Oh Gott, man kämpft gegen beide gleichzeitig. Und alles brennt. Hat er noch den Stuhl am Arsch? Ach man, ich dachte, der nächste trifft ihn noch nicht. Mir gehen die Heiltränke aus. Mann! Das war fucking gut! Aber ja, sau krasser Boss. Unfassbar. Alles klar. Gute Nacht und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hat mich gefreut.
Ich verstehe noch nicht, wie man das machen soll. Ich habe es jetzt am Anfang irgendwie durch Zufall oft gut hinbekommen, aber halt Zufall. Was für eine Range hat die denn? Ich habe mich sicher gefühlt, weil ich so weit weg war. Bin genau in dem Moment weggerollt. Bin ich gerade gar nicht hin. Ich habe schon fast keine Heiltränke mehr. Ich bin genau in dem Moment weg. Ach, das ist doch gegessen. Ja. Ich glaube, wir machen hier auch Schluss. Und ich glaube, wir machen hier auch Schluss. Und nächstes Mal, vielleicht ja schon morgen, habe ich dann die Geduld, in Ruhe das Pattern zu lernen. Jetzt könnte man noch eine Weile durch rumprobieren und vielleicht würden wir es auch irgendwann schaffen. Aber die Chance ist hoch, dass wir einfach nur Embers verbraten und naja. Von daher setzen wir uns jetzt hier ans Feuer und machen das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, gute Nacht und ja, bis zum nächsten Mal. Bye bye.